Hallo, liebe Einkommens- und Value-Investoren. Ein Video geht noch dieses Jahr, bevor es weitergeht ins nächste. Und zwar schauen wir uns nochmal in unsere Serie Investieren in Immobilien am Aktienmarkt heute eigentlich Cellnex Telekom an. Aber da das allein zu langweilig ist, schauen wir uns mal insgesamt diesen Markt der Mobilfunkmasten. Ja, das sind Immobilien, auch eine Art von Real Estate an. Inklusive der US REITs in diesem Bereich und was es sonst noch dort so an Telekom, Tower Cos etc. gibt, bevor wir zu Cellnex Telekom kommen, zum Abschluss dieses Jahres. Also, dann lass uns losbeamen. Willkommen bei Outside Invest, dem neuen YouTube-Kanal für Value- und Einkommensinvestoren. Nun, es geht um Mobilfunkmasten, also im Endeffekt auch ein wenig um den Mobilfunkmarkt. Und hier seht ihr mal die Penetration, also wie weit verbreitet ist Wireless, und man sieht über 100%. Das heißt, es gibt mehr als ein Handy pro Mensch, auch in Deutschland bereits. Und auf der anderen Achse die Breitbandausbau angezeigt. Und hier kann man natürlich schon sehen, finde ich, dass Deutschland schon noch ziemlich gut wegkommt hier. Das sind ja mindestens 85-90%. Na, also wenn ich so unterwegs bin mit meinem 5G oder 4G Handy, dann sehe ich das nicht so richtig. Und man sieht, dass durchaus andere europäische Player etwas besser dabei sind. Auch hier zu sehen, in wie viel Daten werden verwendet pro Monat. Und da ist dann Deutschland doch relativ klein, weil eben teuer und Breitbandangeboten nicht so prickelnd versus Frankreich und Spanien, die hier deutlich vorneweg sind. Hier fehlt noch Italien, die telefonierverrückten Italiener würden uns natürlich auch um Längen schlagen. Und selbst Indien hat hier im Endeffekt schon heute natürlich viel mehr Datenvolumenverwendung als bei uns. Das sollte uns vielleicht zu denken geben. Dann, was treibt diesen Markt? Natürlich 5G. Das heißt momentan 4G, was wir hoffentlich alle schon haben. Und 5G wurde gelauncht bereits 2018, 2019, ist eigentlich schon ein Weilchen her und soll eben das ganze Netz übernehmen. Ich muss gestehen, ich bin da etwas skeptisch, zumindest in Europa. Dieses Chart hier kommt ja aus den USA, da mag das ja durchaus schneller wachsen. In China, wie wir wissen, ist 5G schon massiv im Ausbau. In Europa gibt es einfach für viele Anwendungsfälle noch andere Technologien, wie zum Beispiel Indoor Localization, wo man 5G einfach noch nicht wirklich dringend, zwingend braucht. Und deswegen denke ich, dass einfach die Kosten uns hier noch etwas verlangsamen werden. Das heißt, Mobilfunkmasten werden mehr und mehr gebraucht, weil ja, wie ihr wisst, mit 3G, 4G, 5G die Anzahl der Zellen wächst und die Größe der Zellen schrumpft. Das heißt, man braucht mehr Sender und damit mehr Masten. Also etwas Hochinteressantes für den Markt der Mobilfunkmasten. Nun, in diesem Markt für Mobilfunkmasten Immobilien, da gibt es zum einen mal die echten Mobilfunkmasten, also die großen Gebäude, ne, Sendemasten, die immer noch sehr wichtig sind für die Abdeckung. Ne? Die stehen irgendwo am Rande der Stadt oder es gibt ja auch auf Anlagen auf Dächern zum Beispiel, wo dann eben solche Sendeanlagen sind und die werden eben von den Mobilfunkanbietern gemietet. Daneben gibt es aber eben auch die sogenannten Small Cells, also für 5G-Bereich, also für die kleinen Zellen, da braucht man viel mehr Masten und da kann man natürlich nicht mehr alle Masten bauen, sondern man verwendet Infrastruktur, die bereits da ist, wie eben Dächer oder aber auch Laternenmasten, Strommasten und solche sonstige Gebäude, die da schon rumstehen, Lichtmasten und solche Dinge. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich, wo solche Sendeanlagen innerhalb von Gebäuden verwendet werden, zum Beispiel in Konferenzzentren zur Anbindung von Edge-Data-Senders etc. Aber da kommen wir noch hin dazu. Nun, es gibt nun eben klassischerweise werden solche Sendemasten von den Mobilfunkunternehmen betrieben, den sogenannten Mobile Network Operators, also die, wo das Telekom-Netzwerk eben auch betreiben. In USA ist aber eben auch schon ein großer Trend, dass es dieses Geschäft mit den Mobilfunkmasten raus separiert wird, als ein separater Business betrieben wird. Und dann spricht man eben von sogenannten Tower Cos, also Tower Companies, die eben diese passiven
Mobilfunkmasten praktisch ownen und vermieten. Und in den USA ist das eben zum Großteil, zumindest über 60%, 67%, das sind Zahlen hier von 2020, schon der Fall, dass eben die Mobilfunkmasten nicht mehr den Telekoms gehören. Einen gewissen Trend kann man auch schon sehen in Südamerika. Auch hier wird 2021 die gerade noch etwas besser geworden sein, bis auf 60%. Und wer natürlich weit hinterher ist, das ist Europa. Und um das soll es nämlich heute gehen. Den TowerCo-Markt in Europa und speziell einen Player, nämlich Cellnex Telekom, wie wir angekündigt haben. Aber man sieht natürlich auch in Asia Pacific gibt es hier Nachholbedarf und im Rest der Welt. Diese Rate innerhalb von Europa ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Hier sieht man MNO-Owned, das sind also die, wo noch der Telekoms gehören, und Tower Corporations. Und da sieht man zum Beispiel in Belgien oder in Italien ist dieses Geschäft schon in der Hand von separaten Firmen. Frankreich zu einem guten Teil, und je weiter man Richtung Deutschland kommt, desto mehr ist dieser Business doch bei den Telekoms. Das wird sich aber ändern und hier steckt eine Chance und die wollen wir heute uns eben anschauen. So, das heißt, in den USA bzw. in Europa gibt es jeweils eben diese Wireless Carriers, also die Mobile Network Operators. Hier eben so Leute wie Verizon, T-Mobile, AT&T und in Europa Deutsche Telekom, Vodafone, Telekom, Telefonica, O2 oder Orange in Frankreich. Und dann gibt es eben die Tower Companies. In den USA sind das im Wesentlichen REITs, also Real Estate Investment Trusts, die sich auf dieses Segment spezialisiert haben, nämlich American Tower Corporation, Crown Castle Corporation oder SBA Communication Corporation und Vertical Bridge, die allerdings nicht am Aktienmarkt zu investieren zur Verfügung stehen. So, und in Europa, da gibt es eben solche Player wie Cellnex, unser Hauptziel heute, aber auch Vantage Powers, American Tower ist eben jetzt auch in Europa tätig, ganz spannend, und Totem, was eine Firma ist, die von Orange kommt. Wir kommen gleich dazu. So, das heißt, in Europa tut sich da was und das schauen wir uns jetzt heute an. So, dann schauen wir uns mal das Geschäftsmodell dieser sogenannten Tower Cos im Allgemeinen an, unabhängig von der Form. Nun, da gibt es unser Smartphone oder auch IoT-Geräte, andere Geräte, die eben wireless sprechen. Und klar, die tun über das Mobilfunknetz mit einem Turm sprechen. In diesem Turm sind entsprechende Empfangs- und Sendeanlagen, die eben diese Signale im Prinzip empfangen und umwandeln. Dann gibt es eine Basisstation, die dort unterhalb von dem Turm steht. Und von dort geht es über sogenannte Aggregation Points in das Mobilfunknetz des entsprechenden Herstellers. Der routet sozusagen diesen Call und dann wird es irgendwann mal wieder zurückgewandelt und ein Sender schickt es an der Freundin ihr Smartphone zum Beispiel. Dazwischen ist also die Telekom. Und heute besitzt eben die Telekom sowohl den Wireless, also diese Türme, als auch das Netz, als auch die ganze IT und Services, die diese ganze Netz ausmachen. So, und das ändert sich jetzt eben. So, wenn man jetzt so einen Turm anschaut, dann hat er eben bestimmte Teile. Und TEN steht hier für Tenant und AMT, gut, das ist jetzt für American Tower, dieses den Tower Co., also derjenigen, dem der Turm gehört. Das heißt, der Turm, die Physik, einfach Stahl quasi, das ist eben das, was dem Tower Co. gehört und der Grund, auf dem dieser Turm steht. Teilweise noch so etwas wie Stromversorgung und sowas. Genau. Und mehrere Tenants, also Telekoms, mobile MNOs, also Mobile Network Operators, mieten sich jetzt eben sozusagen vertikalen Platz auf diesem Turm für 5 bis 10 Jahre. Und zahlen dafür Miete. Für den Tower Co. gibt es also Annually Recurring Revenue, also jährliches Geld, ganz normal. Und die Sende- und Empfangsanlagen, wie auch die Kabel, wie auch die Basisstationen, gehören jetzt eben dem Tenant. Der mietet sich sozusagen ein dort mit seinen Gerätschaften und der Zaun und solche Sachen, die gehören dem. Also Zaun, Grund, vielleicht ein Energiegenerator, das gehört der Tower Co. Die Basisstation, HVAC steht eben für, also zum Beispiel Kühlung, noch solche Dinge. Kabelantennen gehören den Tenants, also den Mobilfunkanbietern. Genau, was fällt da so an Kosten an? Nun,
je nachdem, ob dieser Grund der Tower Co. wirklich gehört oder ob er auch nur gemietet ist, muss man Miete zahlen. Monitoring, ne, also schöne Kameras, die überwachen, dass niemand eindringt und irgendeinen Unsinn macht. Versicherung braucht man davon. Es ist ein Grundstück, also muss man Grundsteuer zahlen an die Gemeinde. Da gibt es natürlich ein Notstromaggregat, das heißt, man braucht Treibstoff und man muss das Ganze warten, ne? Zaun reparieren, Antennen reparieren etc. Hier geht man von Kosten von 500 bis 1700 US-Dollar pro Jahr an Kosten für so einen Standort aus, wobei 500 hier außerhalb von USA ist und innerhalb von USA sind offensichtlich die Kosten etwas größer. Wenn ich jetzt so eine Tower Company begutachte, also so ein Immobilienunternehmen, was interessiert mich dann? Nun zum Beispiel, wie viele verschiedene Tenants sind auf einem solchen Turm drauf, also die Tenancy-Rate, Anzahl der Mieter pro Sendestation im Durchschnitt. Natürlich, wie viel hat die Tower Co., die ja diesen Turm gekauft hat oder gebaut hat, aber in der Regel eben gekauft hat von einem Telekomunternehmen, wie viel haben sie dafür bezahlt? Dann gehört ihnen das Land oder haben sie es eben auch nur gemietet? Das hat ja einen großen Einfluss auf die Kostenstruktur und auch sowas wie die Länge der Mietverträge. Übrigens, wer sich dafür interessiert, für dieses Thema, da gibt es eine ganz spannende Webseite hier, digitalinfra.com, wo man Artikel zu den verschiedenen Tower Cos etc. findet, wenn ihr euch da informieren möchtet. So, der klassische Mobilfunkanbieter, ein Telekom oder sowas in der Art, die ist eigentlich voll integriert. Die besitzt sozusagen alles. Ne? Die liefert mobile Services, also nicht nur, sagen wir mal, das, was man zum Telefonieren braucht, sondern auch IT-Services, IP-Services drumherum. Die betreibt das Netz selber, also das zwischen den verschiedenen Türmen und hat auch das Spektrum. Ne? Also die bieten ja, die haben ja Auktionen, wo sie eben einen Teil des Spektrums erwerben müssen für viele, viele Milliarden Euro. Und dann haben sie eben die ganze passive Infrastruktur, eben genau diese Sendemasten, Basisstationen etc. Was eben in Zwischenzeit passiert, dass man eben so ein MNO, so ein Mobile Network Operator, der den mittleren Teil betreibt und eine Tower Co. hat, die eben diese passive Infrastruktur hat. Und das ist das Geschäftsmodell, das wir heute im Wesentlichen anschauen möchten. Es gibt noch ein weitergehendes Szenario, wo eben eine Telekom eigentlich sich aufsplittet gewissermaßen in eine Netco, also die das Netz betreibt mit passiver Infrastruktur und Basisnetz und Spektrum und eine Service Co., die eben dann, oder Surf Co., die die eigentlichen Mobilfunkdienstleistungen anbietet. Das könnte also noch etwas weitergehen tatsächlich. Nun, wenn man jetzt so einen Tower Co. hat, dann gibt es da eine ganz wichtige Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und zwar das sogenannte Edge Data Center. Das heißt, hier wo der Turm steht, dort kann eben etwas mehr IT stehen. Ein kleines Rechenzentrum, ne? Sogenanntes Edge Data Center. Edge deswegen, weil es am Rand des Netzes steht. Das könnte zum Beispiel so wie das hier oben aussehen. Ne? Da stehen vielleicht zwei Reihen Racks drin. Und das ist eben im Endeffekt über ein Fiber, also Glasfaser, verbunden zum eigentlichen Netz. Und übrigens, Glasfaser ist auch etwas, mit dem sich teilweise diese Tower Cos beschäftigen, das sie eben vermieten. Das heißt, da gibt es verschiedenste Dinge. Die haben den Turm, die haben Fiber, die haben diese kleinen Zellen, also diese Small Cells und eben genau die Fiber. Und damit macht man im Prinzip die Anbindung an die Cloud. Und die Cloud, wie wir wissen, ist ja nur jemand anders sein Computer. Und die laufen in den großen Rechenzentrum, die, wo wir kennen. Die riesigen, die von Google irgendwo in Nevada oder irgendwo in Norwegen betrieben werden, richtig große zentrale Data Center für die Cloud. Und das andere, das es eben gibt, sind diese Edge Data Center, diese ganz kleinen. Und die gibt es immer häufiger. Das ist ein extrem interessanter Trend. Und die Treiber dieses Trends der Edge Data Center ist eben IoT, dass es immer mehr Geräte da draußen im Feld gibt. Und die brauchen eben Connectivity. Und diese Connectivity macht man eben hauptsächlich im Nahbereich. Und das ist eben geschickt, wenn man die eben zu so einem kleinen Rechenzentrum verbinden kann, statt direkt immer in der Cloud zu funken. Kann man beides machen, aber gut. Dann dieser ganze Trend mit 5G, der braucht eben viel mehr Zellen und natürlich auch die entsprechende Infrastruktur, um diese Zellen zusammenzufassen, bis sie dann irgendwann mal weitergeroutet werden.
Dann so etwas wie Software-Defined Networks, dass ich eigentlich ein Netzwerk tatsächlich nicht mehr Physik ist, sondern dass es durch Software, nur noch durch Routing hergestellt wird. Das ist eben ein sehr interessanter Trend. Und insgesamt die gesamte Virtual Reality, die eben viel, viel mehr Videodaten erzeugt oder Video on Demand, wie es heute Netflix macht. Das ist eben geschickt, dass man nahe beim Kunden ein kleines Rechenzentrum hat, was dort schon Caching macht, wo man Bilder cachen kann. So Content Diffusion Networks sind ja vielleicht bald bekannt, CDNs. Und das im Prinzip eben nicht nur für den statischen Kunden, sondern eben für Videos ist es eben immer wichtiger, dass man eben vor Ort schnelle IT hat, die das eben cachen kann. Und die Menge der Daten steigt eben exorbitant und die Data Center, die diesen Traffic eigentlich handeln können, zentral, die steigen nur bedingt. Das heißt, diese Edge Data Center sollen eigentlich das hier auffangen. Und da gibt es hier eine Menge Use Cases oder Fälle, wo so etwas interessant ist. Ne? Für in der Agrikultur, bei Farmen, ne? Die vielleicht so ein kleines Data Center haben, weil sie eben mit IoT ihre Pflanzen überwachen. Minen, die gefährliche Situationen erkennen, Exploration unterstützen, Krankenhäuser. Das sind eben riesen Gebäudekomplexe, die brauchen schon teilweise ein eigenes Mobilfunknetz oder eben ein eigenes Computersender praktisch. Shopping Malls sogar, also wo man viele Läden hat, ne, die brauchen auch immer mehr IT und die haben heutzutage eben eigene Edge Data Center. Lager, ne, oder Banken oder Industrie, also wenn ein großes Industrieunternehmen hat, dann haben die eben nahe dem Shopfloor für Industrie 4.0 Anwendungen dann eben auch ihre kleinen Rechenzentren und eben nicht nur an der Linie stehen, Produktionslinie stehenden Rechner, sondern in einem richtigen kleinen Rechenzentrum. Das heißt, dieser Trend zur Dezentralisierung treibt eben diesen Bedarf an Edge Data Centern oder auch Internetvideo, also das, was Netflix macht, wo man eben dann näher dran sein möchte an dem Kunden. Warum erzähle ich das? Warum ist das wichtig? Nun ist es deswegen wichtig, weil es für diese Tower Companies eine natürliche Weiterentwicklung ist. Und wenn ich heute eine Tower Core kaufe, muss ich mir überlegen, denke ich nur über diese passiven Masten nach oder denke ich über das nach, wo diese Tower Co. hinwachsen wird, nämlich ein Spezialist für Edge IT zu sein, nämlich Edge Data Center zusammen mit der IT-Infrastruktur und der Kommunikationsinfrastruktur zu betreiben. Und das ist tatsächlich der Fall und deswegen wollte ich das kurz vorher ansprechen. Nun, dann starten wir mal mit den verschiedenen Playern, die es hier gibt. Und die offensichtlichen Kandidaten sind natürlich die Telekom-Firmen selbst. Weil die besitzen ja heute diese ganze Kommunikationsinfrastruktur. Also gibt es jetzt eben Telekom-Firmen, die, wie wir bei erneuerbaren Energien bereits gesehen haben, einen Spin-off machen von ihren existierenden Sendemasten-Business. Oder was bisher eigentlich noch kein Business war. So, und da gibt es jetzt eben zum Beispiel Vantage Towers. Das ist ein von Vodafone Spin-off, was am September 2021 sogar ein IPO an der Börse hatte in Frankfurt. Das ist also eine deutsche eSIM, wobei Vodafone ja eigentlich nicht deutsch ist. Webseite vantagepowertowers.com, Ticker VTWR. Dieses GA9Y ist an der London Stock Exchange, aber ist wirklich hier eine deutsche Aktie. Das ist eigentlich einer der interessantesten Player, weil er eben börsennotiert ist. Dann ganz, ganz frisch ist Totem Towers, ist noch keine Aktie, ist momentan eine 100% Tochterfirma von Orange, könnte aber natürlich auch irgendwann mal ein IPO geben. Also müsste man mal beobachten. Momentan noch nicht investierbar, ist aber ein Player im Markt, der eben bisher die Türme von Orange entsprechend bekommen hat. Und dann gibt es noch Invit, Infrastrutture Wireless Italia SPA, Ticker INW, an der italienischen Stock Exchange in Milano, seit 2015 bereits gelistet, italienische eSIM. Allerdings muss man dazu sagen, Invit ist ein Player, der wirklich nur in Italien tätig ist und der gehört an sich TIM, also Telekom Italia Mobile und Vodafone zu teilen. Das heißt, der ist an sich jetzt nicht so interessant wie Vantage Towers, was ja auch Vodafone ist. Und deswegen verzichte ich auf eine weitere Betrachtung von Invit in diesem Falle. Dann gibt es da natürlich noch so jemand wie
Deutsche Telekom? Ja, Deutsche Telekom hat tatsächlich auch eine Unterfirma, die DFM, die Deutsche Funkturm GmbH. Das ist allerdings auch keine Aktie, sondern ist auch eine 100% Tochtergesellschaft, dfmg.de. Hier wird allerdings überlegt, was man jetzt tut, ne? Weil man sieht, Vodafone, Orange, wir kommen noch gleich zu Telefonica, O2, die haben auch schon agiert und Telekom hat noch nichts getan. Die haben jetzt bisher eigentlich diesen Wert ihrer Assets von ihren Mobilfunkfirmen noch nicht gehoben. Und da gibt es wohl Überlegungen, dass man das eben an einen solchen Tower Co. verkauft. Man darf gespannt sein, an wen. Ein Teil in Niederlande wurde übrigens an Cellnex verkauft. Könnte ein Hinweis sein, muss aber nicht sein. So, was ist der Vorteil von solchen Ex-Telekom Tower Co.? Nun, sie besitzen bereits ihre Türme. Die wurden gewissermaßen als Mitgift eingebracht. Natürlich verkauft in der Regel. Was ist der Vorteil für das Mutterunternehmen, den MNO, den Mobile Network Operator? Klar, die bekommen Geld. Man bringt sozusagen die in einen Spin-off ein, wie bei erneuerbaren Energien haben wir das auch schon gesehen. Bringt sie an die Börse, verkauft sie sozusagen diese Firma und die sammelt Equity ein, um eben diese Schulden nach und nach wieder zu tilgen. Das heißt, man verkauft sie an die Investoren. Ist doch ein super Modell. So, und diese Spin-offs, die haben eben, also das ist eben das Besondere an diesem Typus von Tower Co., dass eben die Mutterfirma, die Telekom, hier noch einen Controlling Stake, also einen Mehrheitsanteil in der Regel an diesen Tower Cos hält. Das heißt, die sind teilweise börsennotiert, teilweise nicht, aber eben ein großer Anteil ist eben von der Mutterfirma. Nun, das Ziel dieses an die Börse Bringens ist natürlich, diese Assets, den Wert dieser Assets zu heben. Ne? Ist etwas, das man gelernt hat aus den USA, weil in den USA gibt es eben diese US Tower REITs eben schon viel länger und die machen ein gutes Geschäft. Und da fragt man sich natürlich in Europa, ja, das könnten wir doch auch machen. Und nun hat man endlich reagiert, auch bei Vodafone und hat das eben jetzt getan. Die Alternative wäre eben, jetzt wo 5G kommt, da kommen eben hohe Kosten auf diese passive Infrastruktur zu, weil man eben viel, viel mehr solche Tower braucht in Zukunft. Und deswegen tun sich eben manche Telekoms tatsächlich auch von ihren Türmen trennen. Verkaufen sie an eine Tower Co., bekommen gutes Geld und haben dieses Problem los und mieten sie wieder zurück und haben damit CapEx durch OpEx ersetzt. Na, dann werfen wir mal einen kurzen Blick mindestens mal auf diese neue Firma Vantage Towers von Vodafone. Eben wie gesagt mit IPO in 2021 an Frankfurt Stock Exchange. Man hat tatsächlich eben schon Assets in mehreren Ländern in Europa, also es ist ein Europe Play. Das heißt, man sieht hier in Deutschland 20.000, in Portugal, Spanien, viel in Italien, aber auch im Ostblock. Das heißt, man hat hier tatsächlich jetzt eben die ganzen Assets von Vodafone und auch schon etwas mehr hier drin. Und was hat man? Nun, sogenannte Macro-Sites, das heißt echte Türme oder Rooftop-Anlagen. Small Cells, das sind eben so Dinge, die auf Laternenpfosten im Prinzip, also diese oben hier, diese Sender, die hier montiert werden. Oder es gibt dann auch Distributed Antenna Systems, DAS, das sind im Prinzip so Booster für das Signal, zum Beispiel in so Arenen oder Konferenzzentren. Genau, und dann die eigentlichen Türme selbst. Vantage Towers hat hier tatsächlich 35% Türme und 65% solche Anlagen auf den Dächern. Also wenn man ein Hochhaus hat oder einen Kamin oder sowas, dann sieht man das öfters, dass dort solche Sendeanlagen drauf sind. Das ist natürlich ziemlich interessant. Natürlich ist hier Vodafone hauptsächlich mit drin, aber man hat einen Free Float von 18,3%. Dividend Payout von Ratio von 60%, das heißt, man zahlt bereits Dividende. Durchaus spannender Kandidat. Und noch spannender, Vantage Power hat nicht, Towers hat nicht nur die Vodafone-Türme, sondern hat hier einen 33% Stake in Inwit, was wir gerade gesehen haben, in Italien. Also zusammen mit TIM, also Telecom Italia Mobile und Vodafone und 50% in die Assets einer anderen Tower Co. und der heißt Cornerstone. Das heißt, Vantage Tower ist auf einen Schlag im Prinzip ein interessanter Player mit sehr, sehr vielen Türmen in Europa geworden.
Wenn wir uns mal anschauen, was man so umsetzt bereits, dann sieht man tatsächlich schon 500 Millionen, also in 12 Monaten, EBITDA und entsprechende Zahlen, das heißt in den verschiedenen Ländern. Und da sieht man natürlich, dass hier Deutschland doch tatsächlich immer noch der größte Markt ist. Und Italien hat man eben nur über diese 33% und deswegen ist hier der Betrag nicht so groß. So, und der nächste wichtige Art von Player, das sind eben die US REITs. Also REITs, Real Estate Investment Trusts aus den USA, spezialisiert in Kommunikationsinfrastruktur. Die da wären American Tower Corporation, Ticker AMT, an der NYSE gelistet, US-ISIN, americantower.com. Marketkapitalisierung von 126 Milliarden US-Dollar, KGV von 50, ein Dividend Yield von 1,99. Ein internationaler Tower REIT, also 25 Ländern, also nicht nur Europa, nicht nur USA, auch Südamerika, Asien, Afrika etc. Und American Tower hat etwas getan, das interessant ist für unsere Betrachtung hier. Und zwar haben sie die Tower Assets von Telxius, das war eben auch eine Tower Co. von Telefonica, O2, gekauft und sind damit in den europäischen Markt eingestiegen. Und man hat eine zweite wichtige, interessante Akquisition gemacht, die sich auf das, was ich vorher erzählt habe, bezieht. Nämlich man hat Edge Data Centers von CoreSight akquiriert. Das heißt, man steigt eben nicht nur in den Tower Business ein, sondern in diesem Fall CoreSight USA Edge Data Centers. Also definitiv eine strategische Ausrichtung vom Markt her in Europa, um eben Cellnex den Markt nicht allein zu überlassen und in den Markt von Edge Data Centers. Der zweite Player ist Crown Castle International Corporation, Ticker CCI, auch an der NYSE. Und mal hier ist der zweitgrößte REIT mit einer Marktkapitalisierung von 86 Milliarden US-Dollar, KGV schon etwas größer, weil etwas kleiner, 69 und dafür ein Dividenden-Yield von 2,95. Ist ein US-Only-Play und auch tatsächlich mehr ein Einkommensinvestoren-Wert, wobei natürlich jetzt 3% da für uns ja eigentlich noch nicht so richtig interessant wären. Und der dritte Player, der drittgrößte REIT, ist eben SBA Communications Corporation, SBAC an der NYSE. Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar, KGV nochmal etwas höher mit 144, Yield 0,62 und ein relativ hoher Schuldenstand, nämlich Net Debitor to EBIT Ratio von 7,2. Dies ist wieder ein Wert, der ist etwas internationaler, 14 Länder, wobei hier hauptsächlich USA, Kanada, Süd- und Mittelamerika und Südafrika. Das heißt, SBAC ist nicht in Europa tätig und natürlich Crown Castle auch nicht. Das heißt, was wir uns speziell anschauen müssen, ist eben dann American Tower. Nun, wir wollen uns nachher nicht nur Cellnex anschauen, sondern wir wollen eben American Tower als einer der Konkurrenten im europäischen Markt etwas genauer anschauen. Wie man sieht, American Tower, in diesen Ländern sind sie tätig, Kanada, USA, in Europa, hier Spanien, eben Deutschland, Frankreich, Polen, Südamerika viel, auch etwas Afrika, Indien, Australien, Philippinen. Das heißt, sehr, sehr international. Und man sieht, dass eben die dunkelblauen, das sind eben die letzten Länder, die man eingegangen ist, und das Australien, Polen zum Beispiel, wo man eben tätig geworden ist. Und insgesamt hat man eben 25 Länder und 219.000 Türme insgesamt und ist damit definitiv die Nummer 1 mit den meisten Cell Towers hier überhaupt. Wenn man sich mal anschaut, wo kommt das Revenue her, dann kommt eben 50% aus den USA, 7% nur aus Europa momentan, 7% aus dem neuen Geschäftsmodell Data Centers, interessant, Lateinamerika relativ groß, schaut man sich an, wo kommt der Profit her, dann natürlich zu 60% sogar aus USA und noch ein kleinerer Teil aus den anderen Ländern. Das heißt, wo man eben einen reiferen Markt hat, klar, dann macht man mehr Gewinn. Da, wo man gerade aggressiv reingehen und akquirieren muss, macht man momentan noch etwas weniger Gewinn. Ansonsten kann man sagen, das Revenue, also die Einnahmen, steigen kontinuierlich. Man sieht hier auch bis 2021 schön steigend. Also es läuft, man wächst. Man wächst in USA, aber wie man eben einen blauen Teil hier sieht, auch sehr stark international, also in Europa, Südamerika etc.
Und was eben jetzt dazu kommt, ist gelb hier Services, dass man sich eben weiterentwickelt von einem reinen Immobiliengeschäft hin zu jemandem, der Services auch anbietet. Wo wächst man am meisten? Total ungefähr 5%. Ich denke, das müssten Angaben pro Jahr ungefähr sein. Immer noch ein bisschen in Kanada, klar, aber da hat man natürlich jetzt schon, das ist ein relativ reifer Markt, was Towerco's angeht. Das heißt, man wächst hier tatsächlich in Europa, Lateinamerika, Afrika. Gut, Asia Pacific ist man noch nicht so tätig. Asia Pacific dürfte tatsächlich auch ein Markt sein, wo andere Player noch interessant sein dürften. Schauen wir noch etwas tiefer in die Zahlen von American Towers AMT rein. Nun, man sieht die Revenue Distribution, also wo kommt es her, tatsächlich von wenigen großen Mobilfunkanbietern. T-Mobile, Verizon, AT&T und Telefonica und solchen internationalen Tenants. Hier rechts mal eine Tabelle, wo man sieht, welche Kunden man hat. Also sind tatsächlich die Großen der Branche im Wesentlichen, also Vodafone, Telefon Italia, wo man ja eben beteiligt ist, eben Verizon, T-Mobile, AT&T in USA, und man ist eben für diese Tenants in verschiedenen Ländern tätig. Das heißt, man hat schon eine gewisse Abhängigkeit von diesen großen Telekoms. Und gibt es dort Probleme, gibt es auch hier bei American Tower Probleme. Das heißt, man hat keinen großen diversifizierten Markt. Das muss man beachten, das ist ein gewisses Risiko. Wo spendiert man? Also man spendiert das CapEx, die Ausgaben, und man sieht diese Ausgaben pro Site fallen. Klar, je mehr Sites man hat, desto weniger fällt die Kosten für das Einzelne ins Gewicht. Wo gibt man das Geld aus? In welchen Bereichen? Gut, man sieht, im Wesentlichen sind es hier die gelben, also Redevelopment, Weiterentwicklung von Anlagen. Blau wären Ground Leases, gut, es steigt aber nur minimal. Und der große Brocken ist eigentlich der grüne, nämlich Discretionary Capital Projects. Ich übersetze das mal für euch. Merger and Acquisitions. Na, wenn man sieht, wo gibt man Geld aus? In Merger and Acquisitions zum Großteil. Das, was man eingibt, das heißt, man muss wachsen. Man möchte die Weltdominanz. Und jetzt wird der Markt aufgeteilt. Jetzt werden die Türme verkauft. Und deswegen möchte man hier dabei sein und investiert hauptsächlich in Merger and Acquisitions. In welchen Ländern die Verteilung? Man sieht durchaus, dass Europa gerade ein Schwerpunkt der Investitionen bildet mit 26%, weil, wie gesagt, USA ist eigentlich der viel größere Markt, wo man viel mehr Türme hat. Und auch in Lateinamerika ist man durchaus bemüht, drin zu bleiben. Wie wir gesehen haben, SBA Communications ist ja auch in Südamerika tätig. Und da hat man also durchaus etwas Konkurrenz. So, dann tauchen wir mal ein in die Bilanz von AMT. Natürlich, die Zahlen sind wie immer gut. Adjusted EBITDA wächst mit 19,5%. Aber Adjusted EBITDA, da muss man natürlich immer etwas aufpassen. Die Marge von 63,2% ist hier angegeben auf Adjusted EBITDA. Das wäre natürlich phänomenal, ne? 60% Marge, wenn das denn so mit rechten Dingen zugeht. So, wenn wir uns da mal reinschauen, dann sehen wir auf der einen Seite natürlich schon mal 7 Milliarden Goodwill. Weil klar, man kauft andere oder Assets auf und kauft über deren Wert und hat damit natürlich viel Goodwill. Das ist einfach eine Merger and Acquisitions Firma, muss einem klar sein. Intangible Assets von 13 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als es Assets gibt. Ne? Also hier, wo sind sie? Property and Equipment, 12 Milliarden. Mehr Intangible Assets als Property für eine Immobilienfirma. Also, weiß nicht, ob euch das gefällt, aber ich finde das seltsam. Also Intangible Assets müsste ja sowas sein wie Software, Know-how, Patente. Was soll einen REIT mit so etwas anfangen? Also das ist etwas strange. Man zahlt übrigens 800 Millionen US-Dollar Zinszahlungen pro Jahr, und zwar auf sage und schreibe 27 Milliarden US-Dollar Schulden. Man beachte, 12 Milliarden, also über das Doppelte an Schulden, als man überhaupt Assets hat, geschweige denn Equity hier unten mit 4 Milliarden. Das heißt, alle Ratios, die wir bei erneuerbaren Energien angeschaut haben, wo wir uns Sorgen gemacht haben, oh, fast genauso viel Schulden wie Assets, oh, schaut euch das hier an. Ja, mal,
keine Ahnung, Vielfaches von den Equities und über das Doppelte von den Assets. Also, das heißt nicht, dass die Firma nicht stabil ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, diese Firma besteht aus Schulden. Dann mal noch ein tieferer Blick in die Finanzen. Hier interessant, Net Income steigt erstmal. Im Wesentlichen bis auf hier 2020. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Gut, durchaus. Was man natürlich jetzt sieht hier, Depreciation, Amortization and Accretion, also die Abschreibungen und die Beträge der Abschreibung sind teilweise größer oder genau in demselben Bereich wie das eigentliche Einkommen. Das heißt, dass das, was wir gerade als Adjusted EBITDA gesehen haben, besteht zur Hälfte nicht aus dem, was man einnimmt von den Telekoms, sondern aus Abschreibungen auf die Anlagen. Wenn da mal irgendwas mit, also man muss im Endeffekt auch weiter wachsen, um eben weiter Abschreibungen machen zu können. Sonst funktioniert dieses Geschäftsmodell nicht. Das ist verwirrend. Dann, was die Dividende angeht, man sieht keine Unterbrechungen, stetig steigende Dividende. Das ist gut. Und man hat hier auch tatsächlich Share Repurchases mitgemacht. Das heißt, für Einkommensinvestoren definitiv ein interessanter Wert. Ist ja klar, ein US REIT. Ansonsten von den Schulden, wie man sieht hier, von 2019 bis auf 2021 hier eben gut von 8 Milliarden, das ist eine ganze Menge gestiegen. Und dieser Leverage-Faktor ist eben immer über 4x. Es ist zwar dann ein großer Anteil Fixed Rate, das heißt kalkulierbar, also man wird nicht so von Änderungen der Zinsraten getroffen, aber das ist natürlich schon enorme Mengen an Schulden, wenn man das hier auch mal jährlich betrachtet. Die Net Leverage Ratio sieht man hier, das ist man auch das Zielband und da ist man definitiv wohl da, wo man sein möchte. 4.9x, also wenn wir uns erinnern, das ist schon ziemlich viel, aber es gibt krassere Beispiele, wie wir gleich sehen werden. Wie finanziert man sich? Natürlich hat man eine Revolving Credit Facility, also man hat Kredit bei der Bank, aber im Wesentlichen sind es sonst Senior Notes, also Bonds, die man ausgegeben hat. Die sind ganz gut verteilt über die weitere Zukunft. Da kann man erstmal nichts meckern. Werfen wir trotzdem noch einen kleinen Blick auf die anderen US REITs. Da hier wäre Crown Castle. 40.000 Türme im Vergleich zu 219 von American Tower, also ist deutlich weniger. Aber hier 80.000 Small Cells, also für 5G in USA. US Only Play, wie gesagt. Und man besitzt eben auch 80.000 Meilen, US Meilen. Fiber, also Anbindung zum Beispiel an diese Türme. Und insofern ist das etwas anders. Ich denke, die anderen haben nicht so viele Small Cells. Und wie man sieht, ist sie dann eben in den entsprechend interessanten Bereichen von US-Großstädten tätig. Diese Small Cells, wie gesagt, sind insofern interessant, als dass man eben dann viele dieser Anlagen hat auf diesen Lichtmasten oder Strommasten. Und diese letzte Meile über Glasfaser eben auch vermieten kann an entsprechende Telekoms. Das ist ein bisschen die Besonderheit. Für mich, sagen wir mal, als ein US-Only-Play nicht so interessant. Ich finde, dass da Diversifikation schon interessant ist. Und Crown Castle wird mit einem American Towers halt über die lange Distanz nicht mithalten können, weil die eben dann eben Einnahmen weltweit haben und Probleme in den USA direkt durchstreichen. Also ich finde es nicht so gut. Das könnte man sicherlich mit einem REIT, Closed End Fund oder ETF einfach mit abdecken, wo diese Firma dann eben mit drin ist. Ansonsten Net Debt Equity sieht hier sehr positiv aus erstmal. Also dass man hier im Verhältnis zur Equity im Net Debt, wobei Net Debt heißt halt nicht Gross Debt oder insgesamt Schulden, wie wir gleich sehen werden, einen relativ hohen Dividend Yield, das heißt, hier handelt es sich tatsächlich um einen schönen Einkommenswert. Genau, Dividende, die hier gezahlt wird. Spannend ist, man hat eben hier auch von T-Mobile oder AT&T entsprechende Türme gekauft, also an sich von denselben Telekoms. Sprich, ein Telekom verkauft nicht nur an einen, sondern an mehrere, also Multisourcing, wie die Automobilhersteller eben auch. Genau, insofern da auch eine durchaus positive Entwicklung. Interessant ist hier die Tenancy-Rate bei den Türmen mit 2,3, doch relativ hoch im Durchschnitt.
Gut, bei Fiber nicht so, aber das ist auch verständlich und es gibt jährliches Wachstum von 9%. Grundsätzlich ein interessanter Wert für US-Only. Was mir aufgefallen ist, wie man auch sucht, eine tatsächliche Net Debt EBITDA-Rate oder eine richtige Angabe, wie viel Schuld man hat, findet man nicht. Und was man nicht findet, ist meist ein Problem. Dann der dritte im Bunde, SBA Communications. Auch hier eine phänomenale EBITDA-Marge. Wobei denkt dran, hier steckt genauso natürlich wieder Abschreibungen drin wie bei American Towers. Das heißt, 75% ist natürlich toll, aber die Hälfte vermutlich nicht aus den Einnahmen. Und auch hier insgesamt 12 Milliarden Schulden für eine deutlich kleinere Marktkapitalisierung. Eine Interest-Coverage-Rate von 4,6 ist eigentlich nicht schlecht, aber ein Leverage-Ratio von 7,2, das ist absolute Spitzenklasse. Das dürfte eigentlich dementsprechend, was wir vorher mit 4,9 hatten bei American Tower. Also noch mehr Schuldenlast als bei American Tower. Ansonsten, Wachstum ist da, sowohl domestic, also in den USA, als auch hier international, bedeutet hier Südamerika und Afrika. Das heißt, SBA Communications ist eine Konkurrenz von American Tower in Südamerika. Das Ganze interessant. Wobei man hier, wird immer als angegeben Organic Growth und Organic Growth ist das, was man ohne Akquisitionen hinzufügt. Da muss man aber auch aufpassen, da kann man natürlich auch viel schönen, dass man viel in Organic Growth reinrechnet, wo dann tatsächlich eigentlich durch entsprechende Tricksereien in die Bilanz gemacht wird. Also habe ich jetzt mir hier nicht genau angeschaut, aber das würde ich jetzt nicht überbewerten, als dass man so gesund wächst. Ja. Genau, ansonsten Steigerungen der Einnahmen, 6,3% Wachstum. Wir hatten vorher gesehen ungefähr 5%, aber das ist so der Rahmen, wo diese Player eben wachsen und die Kunden sind eben auch wie bei American Tower, die Großen der Branche eigentlich dieselben: T-Mobile, AT&T, Verizon, Telefonica, América Móvil in Südamerika, Oi.sa, wahrscheinlich auch in Südamerika oder in Afrika ein Player. Genau, das heißt, man kloppt sich im Prinzip um dieselben Kunden.